Ich möchte euch in diesem kurzen Video mal zeigen, wie wir die Wikibooks-Plattform verwenden wollen im Corporate Learning 2025, um dort quasi unser Ergebnisdokument zu erstellen. Ich gehe mal davon aus, noch nicht jeder hat in Wikipedia oder Wikibooks gearbeitet. Deswegen hier so die wichtigsten Informationen, die man dafür braucht, kompakt im Überblick. Wir schauen uns zunächst mal die Seite Wikibooks in der Wikipedia an. Wikibooks ist ein sogenanntes Schwesterprojekt der Wikipedia, 2003 ins Leben gerufen, beziehungsweise die deutsche Version in 2004. Und da steht, Wikibook ist ein Wiki zur Erstellung von Lehr-, Sach- und Fachbüchern. Und genau das ist ja eigentlich das Buch, was wir im Rahmen des Corporate Learning 2025 Muckathons erzeugen wollen. Der Blueprint, wie wir es genannt haben, die Vision, also das, was im Hackathon passieren soll. Wer mag, kann sich die Seite mal durchlesen. Da stehen noch ein paar Informationen zu der Creative Commons Lizenz. Also wir erzeugen ja quasi, hier unten der Slogan seht ihr hier, Open Books for an Open World war der erste Slogan von Wikibooks und in einem Massive Open Online Content wollen wir auch eine Open Educational Resource erzeugen. Also das heißt quasi ein Material, was jeder dann hinterher auch beliebig weiterverwenden kann. Das heißt, wer mag, kann sich die Seite hier mal durchlesen in der Wikipedia. Die ist recht kompakt, aber steht das Wichtigste zu Wikibooks drauf. Hier drüben rechts am Rand, de-wikibooks.org, das ist die URL von Wikibooks. Wenn ihr die klickt, landet ihr auf eine Seite, die auf den ersten Blick erstmal aussieht wie Wikipedia selber. Hier oben sieht man aber, es handelt sich hier um Wikibooks und hier unten gibt es so ähnlich wie in einer Bibliothek Regale. Und das Buch, was wir erzeugen wollen, steht hier bei Wirtschaftswissenschaft, einfach weil wir uns ja um organisationales Lernen kümmern. Und Wirtschaftswissenschaft sozusagen der Bereich ist, der sich um Gestaltung von Organisationen kümmert. Deswegen haben wir das mal in dieses Regal einsortiert. Also ich klicke hier mal bei Wirtschaftswissenschaft. Die einzelnen Regale sind immer gleich aufgebaut. Da gibt es die fertigen, fast fertigen Werke, sozusagen Bücher. Sieht man auch hier, gibt es so Sternebewertungen, also Bücher, die schon als sehr gut gekennzeichnet sind, sogenannte fortgeschrittene Werke und hier ganz unten Buchkandidaten und Buchanfänge und da wiederum im Moment ganz unten am Ende der Liste steht unser Buch, was wir mal organisationales Lernen im digitalen Zeitalter genannt haben. Wenn ich hier draufklicke, dann findet ihr zunächst mal hier oben den Rücklink auf das Regal Wirtschaftswissenschaften. Dann so ein paar Metadaten, die zu jedem Buch erfasst werden, dass man einfach weiß, wer ist die Zielgruppe, die Lernziele, wer ist Ansprechpartner, da stehe ich im Moment drin, ob Co-Autoren erwünscht sind, Themenbeschreibungen und so weiter. Also das sind so die Metadaten, weil wir müssen immer daran denken, dass die Wikibooks-Plattform offen ist, da kann jeder drauf zugreifen. Das heißt, es können ja jetzt auch Leute hinkommen und vielleicht sogar auch mitmachen, mitschreiben am Buch, die gar nicht im Muckathon dabei waren oder im MOOC-Teil dabei waren. Das heißt, für die brauchen wir so ein bisschen Basisinformationen, insbesondere auch dann hier den Rücklink, um quasi da zu den MOOC-Inhalten auch zu kommen. Wichtiger Bereich dann hier unten, das Inhaltsverzeichnis. Also wir haben uns mal überlegt, wie könnte denn unser finales Büchlein aussehen, was wir am Ende des Hackathons gemeinsam erzeugt haben wollen. Und überall dort, wo ihr hier rote Links seht, sind es Seiten, die zwar schon verlinkt sind, aber noch nicht angelegt. Also die werden dann blau, sobald da jemand was reinschreibt. Sieht man da unten auch schon so ein paar Beispiele. Und die Grundidee für die Struktur ist, dass wir auf der einen Seite hier vorne in der Einleitung erstmal so ein kleines Vorwort brauchen. Worum geht es überhaupt in dem Buch? Was war so der Bezug zum MOOC? Ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Also das wird ein Kapitel sein. Dann wollen wir natürlich alle Mitwirkenden nennen. Also wer war im Muckathon dabei? Wer hat die Abschlussarbeit gemacht? Wer hat an dem Buch mitgeschrieben? Dann denke ich, oder war die Idee, so ein Kapitel zu haben, auch zur Geschichte des Corporate Learnings, um einfach dafür Leute, die sich mit dem Thema noch nicht auskennen, etwas Kontext zu schaffen. Dann, und das haben wir eigentlich in der Abschlusswoche schon gestartet, diese Idee, die Praxisbeispiele, also dass wir jede Woche nochmal neutral zusammenfassen, was hat Merck gezeigt, was hat Conti gezeigt, was hat Otto Bock gezeigt und so weiter. Das heißt hier 8 Kapitel. Wo wir ja auch gerade dabei sind, die Kapitelteams zu suchen, Leute, die sich da um die einzelnen Kapitel kümmern. Da sage ich gleich noch was im Detail dazu. Und dann hier unten eigentlich so der Kernteil unserer Vision, also dieser ganze Bereich Corporate Learning 2025. Dort sollen sozusagen 3 Kapitel entstehen, eigentlich mit dem Fazit, mit dem Ergebnis aus den Abschlussarbeiten. Also was ist der Status quo des Corporate Learnings 2017?
Was ist unsere Vision 2025 und was ist unsere Roadmap, um von 2017 zu 2025 zu kommen? Und dann war die Idee, nachdem wir im Muckathon jetzt auch viel über Rollen gesprochen haben, hier so ein kleines Kapitel nochmal zu machen mit einer Übersicht von Rollen. Also sowas wie ein Trainer, ein E-Trainer, ein Learning Consultant, ein Learning Facilitator. Also dass da vielleicht zumindest mal eine Seite entsteht mit einer Übersicht über alle möglichen Rollen. Vielleicht, wenn Zeit, Muße und Fleisch da ist, auch zu einzelnen Rollen tatsächlich dann schon so kleine Rollensteckbriefe. Dann die Corporate Learning Toolbox war noch so ein Gedanke. Wir haben viel über einzelne Werkzeuge, Instrumente, Methoden gesprochen. Da wird es mal als Oberbegriff einfach Toolbox verwendet, so die Werkzeugkiste des Corporate Learnings. Das heißt, hier kann sowas rein wie ein Enterprise Social Network, ein MOOC, Flipped Classroom, ein Lernvideo, also alles, was uns da so als Tools quasi einfällt, kann hier quasi rein. Hier unten sind nochmal zwei Bereiche, die Infos und Regeln für den Hackathon. Das wird jetzt im Vorfeld des Hackathons noch ausgefüllt, einfach damit wir alle Vorgaben, die wir beachten wollen, im Hackathon dann an einer Stelle finden. Und wir haben auch schon mal experimentiert, machen wir den eigenen Tab hier auf, wie das dann aussieht, wenn wir unser Buch als PDF exportieren, weil wir wollen das natürlich am Ende des Hackathons auch schön in einer druckbaren Form haben. Wie das dann aussieht, wenn wir entsprechend dieses ganze Buch aus Wikibooks exportieren. Das sieht man, wird hier so ein Inhaltsverzeichnis erzeugt. Gibt es hier im Moment so einen zweispaltigen Output, was dann so einigermaßen schick gelayoutet einfach ist, dass wir da in gedruckter Form dann was Vorzeigbares haben. Jetzt springe ich mal noch in eines dieser Praxisbeispiele hier oben. Ich habe mal angefangen, die Audi-Woche zusammenzufassen. Was da wichtig ist, ist, dass wir eigentlich für alle 8 MOOC-Wochen eine möglichst neutrale, sachliche Zusammenfassung brauchen, damit wir uns im Hackathon dann auch leicht tun, auf einen Blick rauszuziehen, was ist in dieser Woche eigentlich alles gesagt worden. Also was hat jetzt in dem Fall Audi gesagt über ihren Status quo? Wo stehen sie heute? Und was haben sie gesagt über die Zukunft? Wo wollen sie hin bis 2025? Und das bildet sich hier in der Kapitelstruktur ab. Also alle Kapitel zu den Firmen sollen die gleiche, zumindest hier auf der ersten Überschriftsebene, die gleiche Struktur haben. Das heißt, hier heißt es Corporate Learning bei Audi 2017, Zukunft des Corporate Learning bei Audi, deswegen hier nicht eine Jahreszahl, weil nicht jedes Unternehmen eine Vision 2025 präsentiert hat. Und hier auch nochmal extrahiert Corporate Learning Rollen bei Audi, Corporate Learning Tools bei Audi, zeige ich nachher noch. Wenn da ein Unternehmen dann quasi über Barcamps oder Lernzeit oder Lernbudget spricht oder den E-Trainer oder im Fallbeispiel von Bosch, den Learning Consultant, dann können wir das hier nochmal mappen und quasi aus allen 8 Kapiteln dann die Rollen rausziehen und die wiederum auf der übergeordneten Seite eintragen. Jetzt ein Satz dazu, wie kann man hier editieren? Sollen ja nach Möglichkeit im August 8 Kapitelteams sich formieren, die schon mal diese 8 Seiten zu den Unternehmen nach Möglichkeit anlegen, ausfüllen, beschreiben, dass wir da im Hackathon nicht mehr so viel Arbeit haben. Damit ich in Wikibooks editieren kann, brauche ich einen Wikipedia- oder Wikibook-Account. Den muss ich mir anlegen. Das ist ja im Zeitalter der Wissensgesellschaft eh keine schlechte Idee, in der Wikipedia mitzuwirken. Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Account habe, dann kann ich mich hier anmelden und dann sieht man hier oben in der obersten Zeile, dann steht hier mein Name, das heißt, ich bin angemeldet und man sieht auch hier, ich habe einen Bearbeiten-Button, sowohl hier oben, da kann ich die ganze Seite bearbeiten, als auch hier bei den einzelnen Kapiteln, wenn ich quasi nur ein einzelnes Kapitel bearbeiten möchte. Es ist so, in Wikipedia, wer da schon mal auf den Bearbeiten-Knopf gedrückt hat, da gibt es eine sogenannte Wiki-Syntax. Da muss man so ein paar, ja, wie sage ich das, Formatierungsregeln kennen, wie man dort Überschriften macht. Ich gehe mal hier zum Beispiel bei Corporate Learning bei Audi 2017 rein. Man sieht jetzt hier zum Beispiel, dieses Doppel-Ist gleich am Anfang führt zu einer Überschrift. Dann schreibt man hier einfach Text runter. Hier innen drin gibt es nochmal so ein paar Formatierungen. Da würde ich auch einfach die Seite verlinken. Ihr braucht nicht viel Formatierungen. Wir brauchen Überschriften, wir brauchen vielleicht Aufzählungen, wir brauchen Verlinkungen, wir brauchen Referenzen. Das ist ganz wichtig. Das zeige ich auch gleich nochmal. Und damit kommt man eigentlich aus. Das heißt, ich bearbeite eigentlich meist genau in diesem Textmodus in der Wikipedia. Der Magnus hatte irgendwo auch schon mal darauf hingewiesen, es gibt mittlerweile hier oben auch die sogenannte visuelle Bearbeitung. Wenn ihr auf die umschaltet, dann seht ihr eine Ansicht, die so ähnlich ist. Dauert einen Moment.
aber die so ähnlich ist, wie ihr es von Word kennt, ne, wo ich jetzt hier den Cursor irgendwo reinsetzen kann und hier auch direkt reinschreiben kann, muss ich sagen, habe ich nicht so viel Erfahrung mit, weil ich eben, wenn ich bearbeite, sozusagen meistens im Textmodus bearbeite. Ein Satz noch zu den Referenzen, das ist wichtig. Wenn ihr da hier auf der Seite Audio zum Beispiel mal ganz nach unten scrollt, dann gibt es da ein Kapitel, das heißt Einzelnachweise. Die werden automatisch erzeugt. Und zwar ist es wichtig, dass wenn wir in den Seiten jetzt hier Aussagen treffen, also zum Beispiel hier oben, die Audioakademie hat die Schwerpunkte Berufsausbildung, fachliche, überfachliche Kompetenzentwicklung und so weiter. Dann seht ihr hier dahinter eine kleine hochgestellte 1. Und diese hochgestellte 1 linkt hier unten auf eine URL. Und wie man jetzt hier sieht, in dem Fall ein Slideshare-Dokument. Hier hinten ist noch angegeben die Seite 8. Also dann gehen wir hier mal auf die Folie. In dem Fall jetzt eine Slideshare-Folie. Ich springe hier mal bis zur Seite 8. So, und hier sieht man Audioakademie Schwerpunkte und dann eigentlich genau die aufgelistet, die hier im Text oben genannt waren. Wo war es? Weiter oben hier. Ne? Schwerpunkte, Berufsausbildung bis Hochschulkooperationen, Personaltrends. Also das ist genau das, was hier steht. So, das ist ganz wichtig generell für die Arbeit in Wikipedia, aber auch jetzt für die Arbeit an unserem Wikibook, dass wir dort nicht irgendeine Prosa reinschreiben, sondern dass wir dort Sachen reinschreiben, die die Firmen tatsächlich im Rahmen des Muckathons genannt haben oder aber die anhand von irgendwelchen anderen Quellen belegbar sind, also andere Publikationen oder Fallbeispiele oder Bücher. Und dazu möchte ich euch jetzt mal noch zeigen, wie das funktioniert, weil dieser Referenzenteil wird in dem Wiki automatisch erzeugt. Ich gehe mal hier nochmal in den Bearbeiten-Modus. Dann sieht man hier quasi am Anfang steht genau dieser Satz, ne, die Audioakademie und so weiter. Und hier seht ihr so eine spitze Klammer. Ref steht für Reference. Und dort und hier hinten, Moment, wer schon mal was mit HTML gemacht hat, kennt es vielleicht. Da steht wieder diese spitze Klammer Ref mit so einem Forward Slash und das schließt quasi die Referenz. Also das heißt im Wikibook, dieser Teil hier von spitze Klammer bis spitze Klammer zu sozusagen ist die Referenz. Und hier habe ich jetzt reingeschrieben, URL, Slideshare und so weiter, Komma, Seite 8. Ne, das heißt, diese Aussage, die ich in das Kapitel geschrieben habe, taucht unter der jeweiligen URL auf der Seite 8 auf. Ne, und so kann man das eben machen für PDFs, für Webseiten, für Blogs, die im Rahmen des Muckathons entstanden sind. Und das Wikibook zieht automatisch alle Referenzen, die in dem Kapitel aufgetaucht sind, raus. Listet die der Reihenfolge nach, macht hier auch diese kleinen Rücksprungspfade. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel, nehmen wir hier was aus einem YouTube-Video, Referenz 13, klicke ich hier auf den Pfeil, sondern sehe ich hier, so lernen die Auszubildenden in einer Lehrwerkstatt beispielsweise auch den Umgang mit Hochvolttechnik anhand der Wartung von realen Mitarbeiterfahrzeugen. Sondern wenn ich da nachschauen will, wo wurde das gesagt, dann stelle ich eben hier fest, das kommt aus diesem YouTube-Video Digitales Lernen am Arbeitsplatz Im im Bild. Bayerischen Rundfunk. Da vielleicht noch eine kleine Besonderheit, hier ist es jetzt nicht gemacht. Ich schaue mal, ob ich es irgendwo schon gemacht habe. Hier unten. Wenn ihr in YouTube-Videos oder auch in die Podcasts, also die Aufzeichnungen der Live-Sessions linkt, ist es gut, wenn man so ähnlich wie bei den Folien hier hinten die Seiten einfach als Referenz sozusagen Minuten und Sekunden noch mit einträgt, damit, wenn jemand die Stelle nachschauen will, man entsprechend schnell einfach auf diese Seite oder auf diese Quelle auch kommt, ohne sich jetzt ein langes Video, bei 3 Minuten geht es vielleicht noch, aber wenn ein Video jetzt mal 10, 15 Minuten lang ist, dann muss man da sich das ganze Video durchschauen, bis man die Quelle findet und das ist natürlich aufwendig. Jetzt denkt vielleicht der eine oder andere, wow, das ist ja ein Riesenaufwand, diese ganzen Live-Sessions sich nochmal durchzuhören. Ja, natürlich, das ist es. Das ist halt jetzt so die Konsolidierungsarbeit. Ich zeige euch mal noch so einen kleinen Gimmick, wie ich jetzt in der Audiowoche angefangen habe, die Podcasts quasi da die relevanten Stellen nochmal rauszuziehen. Ihr müsst jetzt mal so unter mein Video gucken, links, da müsst ihr mein Telefon sehen jetzt. Und da habe ich jetzt beispielsweise eine App verwendet, die heißt Review, gibt es allerdings nur auf iOS. Was man da machen kann, ist quasi sich die Podcasts herunterladen. Also wenn ich hier einen dazufüge, heißt es Audiodatei herunterladen. Ich zeige euch auch mal, wo ihr die
Links zu den Dateien bekommt. Wenn ihr auf der kolern.de Seite hier einfach in das Menü Podcast geht und dann zum Beispiel, dauert einen Moment, nehmen wir mal hier die Abschlusswoche, dann kann man die natürlich hier direkt abspielen. Ich kann aber auch hier unten drunter in diesem Dropdown, sieht man jetzt MP3 Audio 51 MB, und ich könnte mir jetzt hier die URL rauskopieren, mache ich das mal, alles kopieren, abbrechen, jetzt gehe ich zurück in die Review-App, abbrechen, so, Abschlusssession herunterladen, und jetzt sieht man hier, geht ein Zähler hoch, lade ich jetzt nicht runter ganz, weil eine Session habe ich schon drin. Und was dann passiert ist, ihr kriegt die quasi hier in der App alle gelistet, man sieht jetzt hier von der Audi-Woche, die Startsession habe ich hier schon drin, und hier kann ich jetzt quasi, während ich das abhöre, während ich den Podcast abhöre, auf dem iPhone jetzt in dem Fall, Kapitel setzen. Also ich kann mir das anhören, zum Beispiel beim Joggen habe ich es gemacht, da nutze ich immer so einen Kopfhörer hier, der hat hier so ein Mikrofon auch dran, wo man ein Telefonat auch annehmen kann, und die Funktion der App ist so, wenn ich jetzt eine Stelle finde, die ich mir merken will, klicke ich einfach zweimal kurz auf diesen Telefon annehmen, und in der App wird automatisch, wenn diese Kapitel gesetzt, und dann habe ich irgendwie pro Podcast 10, 20 Stellen, wo was gesagt worden ist, was relevant ist für die Seite, und kann die nochmal kurz anhören, den Text in die Wiki-Seite schreiben und dann entsprechend sozusagen direkt auch die Minuten und Sekunden eintragen, um das in der Quelle zu verwenden. Also das vielleicht so als Tipp, wenn jetzt einer sagt, ich gehe oft joggen oder ich gehe gern spazieren und würde mir gerne die Podcasts dann nochmal durchhören und die Sachen entsprechend rausziehen, könnt ihr das verwenden. Gut, ja, so viel jetzt zu diesem Video. Ich will es auch nicht länger machen als unbedingt notwendig. Ich gehe mal davon aus, die eine oder andere Frage wird noch offen sein. Ich werde dieses Video einfach in den Blog wieder einbetten auf der kolern.de. Schaut euch das an. Wenn Fragen offen sind, ihr wisst ja, ganz unten drunter gibt es die Kommentare, einfach reinschreiben. Und dann werden wir entsprechend schauen, was für Fragen noch offen sind und wie wir euch da noch weiterhelfen können. Viel Spaß beim Zusammenfassen der Unternehmenswochen. Ziel wäre, dass wir in 8 Teams jetzt einfach bis Ende August zumindest mal grob die 8 Seiten im Wikibook erzeugt haben, sodass wir dann im Hackathon uns entsprechend einfacher tun. Eine Kleinigkeit fällt mir noch ein, die Präsentationen der Unternehmen sind, soweit ich weiß, weitestgehend nicht unter Creative Commons Lizenz. Ich habe jetzt bei Audi, waren auch schon einige Stellen, wo ich mir dachte, oh, da könnte man jetzt eigentlich schön eine Grafik aus der Präsentation im Wikibook verwenden. Da muss ich jetzt nochmal klären, was wir genau brauchen von den Unternehmen, um die Grafiken dann auch fürs Wikibook freigeben zu lassen, dass wir da keine Urheberrechtsverletzung erzeugen. Das schaue ich nochmal nach und würde es dann im Blog entsprechend noch eintragen oder dann eben auch hier auf der Startseite des Wikibooks. Viel Spaß beim Editieren euch und bis zum Hackathon.